Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird präsentiert von der Germania Fluggesellschaft. Christian Brandt, eine Woche Trainingslager in Lara ist jetzt um. Eigentlich wollte ich fragen, wie das finale Fazit ausfällt. Jetzt geht's aber in die Verlängerung. Wie kommt das denn? Ja, es ist einfach so, dass wir alle Optionen geprüft haben in Rostock. Und durch das miserable Wetter ist es einfach sehr schwierig, dort zu trainieren. Dann sind wir letztendlich auf der Option hängen geblieben, dass wir eine Woche dranhängen hier. Was passiert denn jetzt in den kommenden Tagen hier noch in Lara? Ja, also wir werden weiter trainieren natürlich. Wir werden Wochenrhythmus fahren, wie auch beispielsweise in der Meisterschaft. Es wird nicht jeden Tag zweimal trainiert, aber trotzdem werden wir natürlich weiterhin intensive Einheiten haben. Wird auch nochmal getestet? Ja, wir spielen am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf 2. Dann blicken wir doch mal zurück auf die vergangenen Tage. Heute gab es ja auch noch ein Testspiel gegen Gaziantep. Ja, wie ist dein Fazit? Ja, wir haben gewonnen. Das ist mal sehr wichtig, auch für Selbstvertrauen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Testspiel war. Ich glaube, die Jungs haben gut gespielt. Da waren wieder auch gute Sachen dabei. Und ich bin sehr froh und auch freue mich auch für die Jungs, dass sie sich belohnt haben mit den 2 Treffern. Es waren allerdings auch noch ein paar Stellen im Spiel dabei, wo wir dem Gegner viel zu viele und viel zu leichte Torchancen ermöglicht haben. Man hatte fast das Gefühl, dass das heute der härtere Test gegenüber dem Spiel am Freitag gegen Sivasspor war. Ja, also Gaziantep, die sind auch jetzt in der letzten Phase der Vorbereitung, die spielen am Samstag Meisterschaft. Sie waren viel schneller, viel flinker auf den Beinen, waren viel aggressiver auch als Sivasspor. Und von daher bin ich froh, dass wir auch diesen Test bestehen konnten. Nun musste Marco Kofler vorzeitig raus. Ist da irgendwas Schlimmeres, oder? Ja, der Oberschenkel hat so ein bisschen zugemacht. Ich hoffe nicht, dass das da irgendwie länger dauert. Wie würdest du denn generell die vergangenen Tage jetzt hier in Lara einschätzen? Hat die Mannschaft gut mitgezogen? Hat die auch das umgesetzt, was du dir und mit deinen Trainerkollegen vorgestellt hast? Ja, absolut. Also die Tage vergingen wirklich wie im Flug. Wir haben sehr, sehr intensiv und auch hart trainiert. Die Jungs haben sehr große Fortschritte gemacht im spielerischen Bereich. Die Mannschaft ist, glaube ich, charakterlich völlig intakt und völlig in Ordnung auch. Und wir haben auch heute den zweiten Treffer konnten wir so erzielen, wie wir es auch dann während der Woche einstudiert und trainiert haben. Wenn ihr jetzt den Aufenthalt in Lara verlängert, wie werden dann die Zeiten vor dem ersten Spiel dann in Köln aussehen? Ja, wir werden vermutlich nächste Woche Dienstag dann zurückfliegen und das ist dann ja letztendlich die finale Woche vor dem Spiel. Aber wir werden hier auch eigentlich so weiter trainieren wie bisher. Dann viel Erfolg. Dankeschön.